Mein Name ist Thomas Laufersweiler. Ich bin Redaktionsleiter von ARD.de und darf deswegen zuständig sein für die ARD Mediathek und für die ARD Audiothek. Die Audiothek hatten wir vor einem Jahr etwa vorgestellt. Das ist, ich glaube, jetzt selbsterklärend inzwischen. Man kann den Medienmagazin-Podcast sehr bequem abrufen und auch alle anderen interessanten Audioangebote, die kuratiert angeboten werden. Nun stehen wir aber hier in Halle 2.2 vor einem Display, da steht ARD Mediathek Beta dran. Was ist denn daran, oder Beta, weiß nicht, was die korrekte griechische Aussprache ist, was ist denn da noch, das hört sich an wie vorläufig, gar nicht noch nicht so richtig marktreif. So will ich das nicht sehen. Wir haben hier eine Mediathek, die schon sehr wichtige Elemente hat, die eigentlich auch schon den wichtigsten Gedanken zeigt, nämlich eine Plattform zu sein für die ARD, also praktisch eine Streaming-Plattform für die ganze ARD. Man könnte auch sagen, eine digitale Heimat. Das heißt, wir haben hier alle ARD-Landesrundfunkanstalten, alle dritten Programme in der Mediathek drin. Nicht nur die Inhalte, sondern auch wirklich jeder Sender hat seine eigene Channel-Seite, die auch gestaltet wird, die kuratiert wird, die ausgewählt wird, sodass das tatsächlich ein Gesamtangebot ist, wo für den RBB oder den SWR oder den NDR-Fan genauso ein eigenes Angebot integriert ist, wie für diejenigen, die eigentlich die ARD in ihrer gesamten Vielfalt erleben wollen. Auch die Freunde vom Ersten sind damit auch glücklich, weil die ARD-Mediathek und das Erste Mediathek fusionieren damit zu einem Angebot. Das erste hat einen eigenen Channel, der hier als Premium-Channel direkt immer am Start ist. Aber wenn ich jetzt mich richtig erinnere, ich nutze HBB-TV, da ist das doch alles schon so gewesen, wie Sie es erzählen, oder? Was ist der Unterschied? In HBB-TV, das war tatsächlich als integrierte Mediathek auch so die Keimzelle, ja, und der Vorläufer für das, was wir jetzt auch in den Apps und auch für das Browser-Angebot jetzt konsequent durchziehen. Insofern haben Sie recht, aber es ist auch natürlich noch mehr. Wie uns ist auch klar geworden, dass die Mediathek einfach auch schöner sein muss. Sie muss leichter bedienbar sein, sie muss aufgeräumter sein. Und das haben wir auch gemacht. Und einige sagen, das sieht ja jetzt aus wie Netflix, nur dass ich es schon bezahlt habe. Und da ist tatsächlich auch was dran. Ja? Also es ist tatsächlich so, wir haben einen sehr dunklen Hintergrund, damit nichts von den Videos und den Filmen und den Serienepisoden ablenkt. Wir haben auch Slider, die sich eher dann in Doku, Filme, Serie, Livestreams aufgeteilt hat. Eigentlich die Aufteilung, die Menschen auch haben wollen, die ein On-Demand-Angebot nutzen wollen. Ja? Vielleicht können wir uns das mal an Ihrem Display hier angucken. Wir stehen jetzt davor, lassen hier noch einen Second Screen mitlaufen, aber beschreiben natürlich für die Radiohörer, es ist jetzt nicht grau, sondern das ist ein blauer Hintergrund, wie man ihn von der ARD kennt. Das liegt daran, dass der NDR sich dieses Blau ausgewählt hat, weil wir hier gerade auf dem Connected TV, auf der Beta, jetzt die NDR-Seite sehen. Aber wechseln wir mal rüber und schnappen uns einfach mal hier so eine App-Version hier auf dem Tablet. Wenn wir uns die Startseite der neuen ARD-Mediathek anschauen, sehen wir, das ist fast schwarz. Das ist so ein tiefdunkles Blau. Also Kinolook. Sozusagen Kinolook. Die Bilder kommen viel besser. Wir achten da auch jetzt verstärkt drauf, diese großen, schönen Flächen, die wir für die Bilder haben, auch natürlich optimal dann auch zu nutzen. Es ist auch so, wir haben so viel attraktive Inhalte. Wir wollen die auch attraktiv darstellen. Für die Filme haben wir jetzt auch so Plakatformate. Dadurch wird auch intuitiv schneller klar, hier handelt es sich um ein Filmangebot. Die Dokus, die Livestreams und so weiter sind in einzelnen Slidern besondere Angebote wie Servus Baby, neue Sex and the City Variante aus München sozusagen, haben wir jetzt auch nochmal extra aufgeführt. So kann das jeden Tag neu kuratiert werden. Und so wie das für die ARD insgesamt kuratiert wird, zentral in Mainz, wird das dann auf der jeweiligen Senderseite, ob das der NDR ist oder der RBB oder der SWR, ganz egal, wird das dann, hat jeder seine Seite mit den Inhalten, die für den jeweiligen Sender besonders wichtig sind. Für den NDR sind ganz andere Nachrichtenformate und lokale Sendungen, die natürlich dann entsprechend hervorgehoben werden. Was mich bisher immer gestört hatte bei der ARD Mediathek war, wenn man gezielt was gesucht hatte, wurde manchmal nach Relevanz ausgeworfen, manchmal gab es unsinnig viele Ergebnisse, sodass man das Eigentliche gar nicht mehr wirklich gefunden hat. Haben Sie da was verbessern können?
Ja, wir haben da schon was verbessern können. Und das ist aber auch noch ein langer Weg, bis wir die Suche auch so hinbekommen, wie wir sie tatsächlich perfekt haben wollen. Es ist so, wir hatten für jede Mediathek eine andere Suche, für jeden Ausspielweg hatten wir eine andere Technologie. Und da kommen wir jetzt einen großen Schritt weiter, dass wir eine starke Suchmaschine für alle Ausspielwege haben, die einfach auch den Nutzer besser versteht, die am Ende auch mal auf Tippfehler achtet und die einfach intuitiver nutzbar ist. Aber eine Suche zu verbessern ist auch immer ein Prozess, der weiter und weiter und weiter geht. Wir wollen auch Filtermöglichkeiten berücksichtigen, die zum Beispiel wie lange ist noch ein Beitrag verfügbar? Hat er einen Untertitel? Wie lange dauert der eigentlich? Also ich will nur Treffer haben, also Videos, die unter 10 Minuten sind und so weiter. Also da gibt es ganz viel, was man in der Suche berücksichtigen muss. Und da werden wir Stück für Stück weiterkommen. Das wird sehr viel besser. Dann, was mir noch früher immer so ein bisschen störend aufgefallen ist, war die Suchgeschwindigkeit gar nicht, sondern die Ausspielgeschwindigkeit. Ich hatte manchmal das Gefühl, neuen Landesrundfunkanstalten haben überall Server und jetzt muss sich die Software erstmal den Weg dorthin bahnen. Haben Sie da was in der Geschwindigkeit verbessern können? Es ist im Hintergrund in der Infrastruktur schon einiges besser geworden, aber auch hier gibt es noch weitere Möglichkeiten. Ich persönlich glaube, dass man eigentlich ein zentrales Transcoding dieser Videos braucht, das überall identisch ist und dass eine Maschine sie praktisch transkodiert und wieder ausspuckt zurück in die Angebote, die es ausspielen, damit man eben noch schneller ist, dass es nicht zu Problemen kommt und dass eben die Nutzer möglichst schnell rankommen. Auch die Perfektionierung der Workflows, dass also zum Beispiel eine Tagesschau oder ein anderes Nachrichtenformat sehr schnell nach der Ausstrahlung schon als On-Demand zur Verfügung stehen kann. Da ist noch ein bisschen was für uns zu tun, aber das wissen wir, dass das wichtig ist und da geben wir auch Gas dafür. Wann wird denn aus Beta, ich sag mal, eine richtige, ja, normale Variante oder ist das jetzt nur so ein Marketingbegriff und ist alles schon on air und wir können das jetzt zur IFA schon genießen? Also, Beta ist kein Marketing. Hier ist Beta für uns eigentlich auch eine Philosophie eines offenen Prozesses. Das heißt, wir haben hier auch eine Open Beta, damit wir von den Menschen etwas lernen können, damit die Menschen uns zeigen können, das verstehen wir nicht, das gefällt uns und da gibt es zu viele Kacheln und da müsste was anders in der Suche gemacht werden. Da haben wir jetzt in den letzten Tagen schon sehr viel, sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Und wie hinterlässt man das Feedback bei Ihnen? Es gibt ein Feedback-Tool, wo die Menschen dann tatsächlich antworten können, weil wir Beta als responsives Angebot im Browser schon direkt online haben, unbeschränkt. Also beta.ardmediathek.de, da kann man schon draufgehen, ausprobieren. Dann ist auch ein Feedback-Button mit einem Fragebogen und der Möglichkeit da, seine Meinung und seine Anregung, Einschätzung zu geben. Das analysieren wir hier als Blitzlicht sozusagen und werten das aus und wollen das auch in die Weiterentwicklung des Produktes grundsätzlich einfließen lassen, was uns die Menschen so mitteilen. Und wenn das, was Sie jetzt hier sehen können, was wir hier vorführen, wahrscheinlich irgendwann Oktober, November, im Herbst dann tatsächlich online geht, dann soll die nächste Version, die wir danach vorbereiten, wieder in den Beta-Status gehen. Das heißt, wir werden sowas wie eine Permanent Beta haben. Das heißt, wir wollen, dass die Nutzer uns immer über die Schulter und auf die Finger schauen können und uns dabei begleiten und sehen, was sich tatsächlich entwickelt. Weil wenn wir unsere Zuschauer und unsere Nutzer und genauso wie die Plattformbetreiber und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der ARD da nicht berücksichtigen, dann kriegen wir kein Produkt, das tatsächlich sich immer weiterentwickeln kann. Und es muss sich immer weiterentwickeln, weil ein Feature Complete, irgendein Angebot, das tatsächlich alles hat und dann kann man mal 3 Jahre sich zurücklehnen, das gibt es eigentlich überhaupt nicht mehr. Und so wollen wir das auch nicht mehr haben. Wir wollen immer weiterentwickeln, immer eine Beta haben, immer das Neueste draußen haben und uns Stück für Stück weiterentwickeln. Wie oft haben Sie die Frage schon gehört, lasst doch die Filme ein bisschen länger in der Mediathek? Eigentlich von jedem, mit dem wir sprechen. Also die Verfügbarkeit der Inhalte spielt natürlich eine ganz große Rolle. Das können wir, wenn wir die Technik, das Design, Infrastruktur für die Mediathek machen, natürlich da nicht direkt beeinflussen. Aber grundsätzlich ist das für ARD und auch für ZDF eine ganz, ganz wichtige Frage, dass wir die Angebote eben auch so lange wie möglich im Netz haben können. Das ist auf der einen Seite teuer, weil manchmal müssen wir Co-Produzenten dann tatsächlich auch bezahlen,
ja, damit wir entsprechend die Angebote online zeigen können. Und manchmal ist es auch so, dass eine Serie darf nur 3 Monate gezeigt werden und dann müssen wir sie aus rundfunkrechtlichen Gründen wieder offline nehmen. Ich hoffe sehr, dass wenn das neue Telemediengesetz kommt, dass dann tatsächlich für uns auch längere Verfügbarkeit im Sinne der Nutzer möglich sein wird.